Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Witcher 3. Edle Herrin, Glumare sind gefährliche Kreaturen, auch für Ritter in voller Rüstung. Unfug. In Toussaint kämpfen die Ritter seit undenklichen Zeiten gegen Monster, um des Ruhmes willen. Ja, Guillaume hat ein paar Stöber und Kratzer abgekriegt, aber sein Ruhm als der, der das Monster erschlug, wird ewig sein. Mhm. Und das Publikum? Wenn der Glumar in die Tribünen gesprungen wäre, hätte es ein Massaker gegeben. Geralt, wir wissen dein tapferes Eingreifen in der Arena durchaus zu schätzen, doch du hast eine eigentliche Aufgabe, eine ganz andere, die großzügig entlohnt wird, wie du sehen wirst, noch nicht erfüllt. Edle Herrin, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damien brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt doch, um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. Da ist der richtige Mann für diese Aufgaben. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Gnädige Herrin, Hexer. Hallo. Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Die Wachmänner bei der Leiche des letzten Opfers. Ich weiß, die Kreatur im Keller von Corvo Bianco. War das das Biest? Nein, eine Bruxa. Eine Art Vampir. Nicht das Biest, aber sie sind miteinander verbunden. Woher weißt du das? Durch sorgfältige Analyse der Hinweise am Flussufer und in Corvo Bianco. Willst du behaupten, dass die bisherigen Nachforschungen nachlässig waren? Geralt will nichts dergleichen behaupten. Wir sollten ihm aufmerksam zuhören. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ich habe von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen. Damien, die Frage, ob der Hexe angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralts Bezahlung. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Nicht immer, Herrin. Das Gesetz der Überraschung wird manchmal geltend gemacht, aber selten. Meistens nehmen Hexer einfach Gold. Wie enttäuschend. Das Gesetz klingt sehr romantisch. Andererseits würden wir bei der Rückkehr in den Palast nur ungeduldige Bittsteller oder Stoffproben für neue Kleider vorfinden. Das wäre beides kein stolzer Lohn. Ich fürchte, du hättest wenig Verwendung für die Überraschungen, die bei uns in Frage kommen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint dir das angemessen. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Das ist eine feine und großzügige Geste, edle Herrin. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich?
Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an. Aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Crespi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen. Crespi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt. Das Schwert um den Hals gehängt. Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben, und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben. Doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus. Der zweite Mord. Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon Dulac gefunden. Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest? Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon Dulac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden. In Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Ramon Dulac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist möglich. Dulac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter Delacroix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt. Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen. Delacroix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte? Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl. Die fünf Tugenden. Warum sind sie euren Rittern so wichtig? Seltsame Frage. Vergib mir, Herrin. Ich bin ein Fremder, der versucht, die hiesigen Bräuche zu verstehen. Wir vergeben dir. Den Legenden zufolge war es die Dame vom See, die uns die Tugenden anvertraute. Woher wir sie wirklich haben, weiß niemand. In Toussaint glauben wir, dass Männer geringer Geburt einfachen Herzens und gehorsam sein sollten. Von Rittern erwarten wir jedoch mehr. Sie sollen Soldaten und Höflinge, Herren und Diener zugleich sein. Daher ist eine klare moralische Richtschnur erforderlich. Bei seinem Ritterschlag schwört der Anwärter sein Leben lang Ehre,
Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl zu zeigen. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit, Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein. Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Milton hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter, die berühmte Feigheit von Hasen. Kann es so einfach sein, ob Milton de Perrac-Perrin das nächste Opfer ist? Milton kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perrin, Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Sie waren eine Schar. Gute Freunde, unzertrennlich. Als solche erwarben sie das Vertrauen unseres Vaters des Herzogs. Wir haben oft mitbekommen, wie er sich in heiklen Dingen an sie gewendet hat. Später trennten sich ihre Wege. Das ist wohl kein Zufall. Das Biest dürfte es ebenfalls wissen. Es ist ein Hinweis, da bin ich sicher. Gnädige Herrin, wir müssen Milton finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen. Und du, Hexer, kommst mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde! Bringt uns Pferde! Edle Herrin! Oh. Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin! Edle Herrin! Gib Acht, dass es nicht knittert! Vorwärts! Hey, das ist Seide, pass doch auf. Gib mir das. Das sieht schon beeindruckend aus. Das sieht richtig gut aus. Schneller, Geralt! Reite wie der Wind! Im Sattel wie zu Hause. Bei dem Gesicht helfen noch keine Salben. Mach den Weg frei! Mach den Weg frei, sage ich! Gehört das zum Spiel? Ganz schön schnell unterwegs. Gleich um die Ecke! Schneller! Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl. Aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Na dann aber los jetzt hier. Nein, lieber doch hier lang.
Ich zeige dir, wo die Jagd stattfindet. Dann teilen wir uns auf. Du besorgst das Horn des Einhorns und den goldenen Fisch. Ich hole das Ei des Phönix. Das geht am schnellsten. Goldener Fisch? Brauche ich eine Angel oder ein Netz? Bitte, Geralt. Es ist kein echter Fisch. Schau dort beim Wasser. Siehst du die Lichter? Die Schatzsucher versuchen von Booten aus den Fisch zu fangen. Du musst einfach reinspringen und ihn finden. Wie soll ich denn das Einhorn fangen? Es ist sehr scheu, aber du gewinnst schon irgendwie sein Vertrauen. Da drüben läuft es herum. Schau. Der goldene Fisch und das Horn enthalten Hinweise auf Methons Versteck. Wenn du beides hast, komm zu mir. Ich bin bei den anderen Eierjägern. Alles klar? Dann an die Arbeit. So, wo ist der Zosser jetzt? Oh, mit Axi probieren, wa? Ein Fiorano von 1290. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Einhörner mögen angeblich Musik. Aber das hier ist doch kein echtes Einhorn. Vielleicht geht es mit einem Apfel oder Süßigkeiten. Wir wären nicht in dieser Bredouille, wenn du noch Jungfrau wärst, liebe Schwester. Willst du wirklich schon wieder damit anfangen? Jetzt und hier? Psst, sonst kriegt die Bestie ja Angst. Wir probieren es mit den Süßigkeiten. Hallo Leute, ich muss euch leider den Spaß verderben. Wer ist das? Mein Gott. Ah, fast hätte ich komm es gehabt. Schon, bleib ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das geht ja wohl nicht mit rechten Dingen zu. Das ist himmelschreiender Betrug, jawohl. Meine Herren, wir müssen dem Schlingel rechtes Betragen beibringen. Ach nee. Hört mal, ich habe keine Regeln gebrochen. Stimmt. Er hat nach den Regeln gewonnen. Wir hatten einfach Pech. Wir müssen den nächsten Hinweis erwischen. Los jetzt. Die Gärten sind riesig. Ich reite besser. Unwürdig. Ach, brauchst du was nicht. Für ein unangemessenes Verhalten. Guck mal, die doch ganz schnell hier. Der geht doch hier rucki zucki. Da muss ich doch nicht reiten. Der goldene Fisch müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Das ist doch zwecklos. Man erzählt zum Teufel. Über dich, Hexe. Ist da gerade jemand ins Wasser gesprungen? Ach Quatsch. Vielleicht ist das das Richtige? Für Bauern vielleicht. Hey, warte. Halt, es ist wichtig. König Kormoran, Herr, nimm dieses Opfer von uns an.
Lass dein gnadenreiches Auge über uns wachen und offenbare uns seine Geheimnisse. Der silberne Mond zieht seine Bahn. Ich warte geduldig auf jenen Mann. Oder jene Frau, der das Stück gelingt, die genau den rechten Tribut mir bringt. Ein Schlüssel. Mann, du verfluchter Trottel! Er hat das Spiel verdorben! Wie schimpflich! Alles gut! So, triff dich mit der Herzogin. Was ist das hier für komische Inseln, sag mal? Geht nicht weiter, Hilfe! Die Dumm, die Dai! Der Ochs ist frei! Seht den Leoparden aus dem fernen Serikanien! Ein wildes, blutiges, gnadenloses Raum! Platz da! Wir haben keine Zeit! Du bist der berühmte Geralt von Riva, nicht wahr? Naja, weiß ich noch nicht. Kein Aber. Ich wünschte nur... Vergib meiner Frau. Kannst nicht zu... So. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Ich habe einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Am Anfang... Hält dich das Ei in der Mitte auf Trab? Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Ach hier, Trab. Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Treibhaus. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab, Treib und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt. Am Anfang, Treib und Haus. Treibhaus? Du bist ein Genie. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Warte hier. Was genau. Zum Lappen? Wie der da runterspringt. Herr Diktet, ihr macht, wäre tot. So. Nee. Was war das? Na, ist ja wie bei Assassin's Creed hier, wa? Das ist da bestimmt ein höherer Vampir. Ich muss erstmal wieder. Ich bin hier. Ist das vielleicht deine?
War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Genug. Aber noch mehr Schuldige. Du bist der Nächste. Ja, wohl kaum. Weißt du, ich habe noch zu tun. Mehr Morde? Nur noch einen. Dich nicht mitgezählt. Immer mit der Ruhe. So. Papier. Ich lasse dich nicht noch mehr zu. Warte mal. Igni. Tausend Erfahrungspopel, Alter. Du solltest bleiben, wo du warst. Regenerieren. Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. Hallo, Geralt. Regis? Alles in Ordnung? Alles gut. Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Eine bemerkenswerte Regeneration. Wie hast du das gemacht? Ich bekam Hilfe. Von dem, den du jagst. Von ihm? Wie das? Und was hast du all die Jahre gemacht? Das ist weder der Ort noch die Zeit für diese Geschichten. Ich nehme an, wir können uns später in Ruhe unterhalten. Jetzt müssen wir uns mit dem Grund unseres Hierseins befassen. Es ist also kein Zufall, dass du hier bist. Ich freue mich, dass deine deduktiven Fähigkeiten noch so gut erhalten sind. Ich bin wegen Detlef hier. Ich fürchte, er hat sich in ernste Schwierigkeiten gebracht. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin, und davor mindestens 3 andere.
Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht. Oder um sich die Kehle zu netzen. Was hat er denn deiner Meinung nach für Gründe? Das will ich herausfinden. Dann werde ich ihn überzeugen, wie falsch sein Vorgehen ist. Scheinst ihm ja einiges zuzutrauen. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch, 964? Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße und die Legende war geboren. Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlef einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismus-Monopol, mein Freund. Vilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet es für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlefs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären? Detlef versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln oder Konventionen. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal... Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlef kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Merlachaise Long Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Hexer, wir kamen so schnell uns die Pferde trugen, doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben.
Gut, Freunde der Sonne. Ich lasse das jetzt hier noch durchlaufen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier bei der Spurensuche in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.